Für das Unionsmagazin treffen wir Hermann Gröhe, den Generalsekretär der CDU. Herr Gröhe, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es stehen wichtige Landtagswahlen an demnächst. Wie gut ist die CDU aufgestellt? Gut sind wir aufgestellt und voller Zuversicht, denn wir können in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt auf eine tolle Bilanz zurückgreifen. Und wir wollen, dass diese Länder in der Erfolgsspur bleiben. Wenn wir daran denken, Rot-Rot in Sachsen-Anhalt, das hieß die rote Laterne. Schlusslicht in allen wichtigen Fragen, von den Staatsfinanzen bis zum Arbeitsmarkt, zur Wirtschaftskraft. Da hat die CDU-geführte Landesregierung Tolles mit den Menschen in Sachsen-Anhalt gemeinsam geleistet. Wolfgang Böhmer als Ministerpräsident, aber Rainer Haseloff sozusagen als Mister Wirtschaftskraft. Der hat ja da ganz wesentlich mitgeholfen, dass das Land so toll durch die Wirtschaftskrise gekommen ist. Der ist der Richtige für eine gute Zukunft. Und dann schaue ich nach Baden-Württemberg. Das ist ja die Wachstumslokomotive schlechthin für unser Land, für die Bundesrepublik Deutschland. Da ist es für uns alle ganz wichtig, dass die bei Bildung und Forschung in den Arbeitsplätzen Hightech wirklich vorne bleiben. Mit exzellenten Universitäten, die Maßstäbe setzen für dieses Land. Und dafür steht Stefan Mappus, für diesen klaren Kurs, auch für die Nähe zu den Menschen. Und ich bin ganz sicher, das verstehen die Menschen. Die wissen, worum es jetzt geht, um die Zukunft ihres Landes Baden-Württemberg, ihres Landes Sachsen-Anhalt. Und da bin ich guter Dinge. Lassen Sie uns ganz kurz noch nach Rheinland-Pfalz schauen. Wie wichtig ist es, dass Julia Klöckner dort die neue Ministerpräsidentin wird? Ja, Julia Klöckner, das ist die Riesenchance für Rheinland-Pfalz. Da muss der Backfilz jetzt endlich weg. Man stelle sich einmal vor, ein Justizminister bekommt dort vom Bundesverwaltungsgericht einen Verfassungsbruch bescheinigt bei der Ernennung eines Richters. Man stelle sich vor, ein Rechnungshof watscht eine Landesregierung ab, weil sie hemmungslos die Zukunftschancen kommender Generationen verzockt durch eine unverantwortliche Schuldenmacherei. All das ist ein Filz, der nicht gut ist für das Land Rheinland-Pfalz, dieses schöne Land. Und Julia Klöckner, das ist ein frischer, ein starker Neuanfang für dieses Land. Und wir drücken nicht nur die Daumen, sondern wir sind alle in diesen Wochen dabei, Sie nach Kräften zu unterstützen. Es gibt ein Thema, Herr Gröhe, das Ihnen persönlich ganz besonders am Herzen liegt. Das ist das Thema Christenverfolgung. Warum ist Ihnen das so wichtig? Weil wir es viel zu lange übersehen haben. Weil wir viel zu lange gedacht haben, Christenverfolgung, das war doch Kaiser Nero, das war doch Rom, das war doch ganz, ganz früher. Nein, in ganz vielen Ländern der Welt leiden Menschen um ihres Glaubens willen. Und das ist zumeist der christliche Glaube. Wobei in vielen Ländern, in denen Christen brutal verfolgt oder bedrängt werden, auch ganz schrecklicher Antisemitismus herrscht, auch Juden in dramatischer Weise Bedrängnis erfahren und Verfolgung erfahren. Und da gibt es dann ganz persönliche Erlebnisse, die mich auch leiten, motivieren. Ich habe in meiner jungen Unionszeit erlebt, wie es war, erwischt zu werden mit Bibeln, die in die Tschechoslowakei sollten, mit dem Ärger, den das ausgelöst hat. Und ich denke an Shahbaz Bhatti, den christlichen Minister Pakistans, der zuständig war für religiöse und ethnische Minderheiten, der vor wenigen Tagen brutal erschossen wurde in Pakistan. Ich habe ihn mehrfach getroffen hier in Berlin. Das waren sehr intensive Gespräche, bei denen mich sein Mut, sein Glauben, sein Einsatz für Menschenrechte enorm beeindruckt hat. Wie sehr hat Sie persönlich dieser Tod berührt, als Sie davon gehört haben? Sehr. Es ist ein Unterschied, wenn man die Menschen ganz persönlich kennt. Natürlich berühren mich die Nachrichten insgesamt, die wir nicht zuletzt leider aus vielen islamischen Ländern über die Situation von Christen dort erfahren. Aber ich habe, wie gesagt, Shahbaz Bhatti gekannt. Ich erinnere mich an Gespräche über meine Familie. Und als er dann sagte, ich habe keine Familie, ich habe mich nicht dafür entscheiden können, eine Familie zu gründen, weil ich nicht damit rechne, eines natürlichen Todes zu sterben. Das sind Gespräche, die vergisst man nicht. Und das nimmt uns in die Pflicht, gerade als überzeugte Christen, uns dafür einzusetzen, dass Menschen in allen Teilen der Welt ihren Glauben leben und bekennen können, gerade uns auch als Partei der Menschenrechte. Vielen Dank, Herr Gröhe, für dieses sehr persönliche Gespräch. Gern geschehen.